Das Damengambit, eine Serie, in der das Schach richtig gemacht wird. Steht hier. Das ist ein Interview mit Peter Doggers von Chess.com, mit dem Autor Scott Frank, der Regie geführt hat bei der Serie. Ja, und Doggers ist zu dem Schluss gekommen, dass das Schach da richtig gemacht wird. Und einerseits stimmt das auch. Andererseits kann man darüber streiten und es wird jetzt darüber gestritten, und zwar in einem ganz großen Maßstab. Die Schlagzeile dieser Tage ist diese. Ex-Weltmeisterin verklagt Netflix. Nona Gaprintaschwili will 5 Millionen Dollar haben. Vielleicht sogar noch mehr, weil sie sich auf sexistische Weise herabgesetzt fühlt. Weil ihr auch ihre Identität genommen wird, wie sie fühlt. Und ihre Errungenschaften, die sie ohne Frage hat, vernachlässigt werden. Naja, The Chess is Done Right stimmt in vielfacher Hinsicht, denn die Serie hat ohne Ende historische Referenzen zu Partien, die alle ganz sorgfältig ausgesucht sind. Garry Kasparov war da ja so ein bisschen Berater, und die auch alle stimmen, und da gibt's unheimlich viel zu entdecken, wenn man genauer hinguckt und schaut, was hat denn die Beth Harmon eigentlich auf dem Brett, dann findet man immer reale Vorbilder, und das passt schon. Das Schach, wie es gespielt wird, das sieht nicht ganz so aus, wie es in einem richtigen Turniersaal aussieht, weil die natürlich viel schneller spielen, weil da immer ein bisschen mehr Theatralik drin ist als so im richtigen Schach. Die gucken sich immer tief in die Augen und aber das ist eben dem Umstand geschuldet, dass es eine Serie ist. Und da kann man Schach nicht so zeigen, wie es im Turniersaal aussieht, denn dann hätte man sehr, sehr viele Längen. Einen denkenden Menschen zu zeigen, das würde wahrscheinlich die Serie, hätte die Serie weniger erfolgreich gemacht. Und diese historischen Vorbilder, die man in der Serie findet, das sind allerdings ausschließlich männliche Vorbilder. Und das passt nicht so richtig, weil diese Serie eigentlich weibliche Brillanz zeigen soll. Was die aber versäumt haben, ist dann auch mal besondere Partien von Frauen zu zeigen. Es gibt ja einige. In den 1930ern die Vera Menchik, die erste Weltmeisterin. Jeder kennt Judith Polgar natürlich, die mal die Nummer 8 der Welt war sogar und WM-Kandidatin. Und dann gibt es eben noch Nona Gaprintaschwili. Legende des Spiels. Weltmeisterin 1962 bis 1978. Die erste Frau, die den Großmeistertitel bekommen hat. Die über Jahrzehnte sehr, sehr stark war, die war jetzt so nach Herrenmaßstäben oder nach offenen Maßstäben war die nie Weltklasse, aber absolut stark genug, immer mal wieder starke Großmeister zu besiegen, und das hat sie auch reihenweise geschafft. Zum Beispiel den deutschen WM-Kandidaten Wolfgang Uhlmann hat sie geschlagen, oder Alexander Beljavski, den Russen, oder den Schweden, Ulf Andersson, auch so eine Legende dieses Spiels. Also wenn man so ihre Karriere durchguckt nach namhaften Opfern, dann wird man reichlich fündig. Dazu ist sie noch Wegbereiterin für Frauen im Schach. Sie war halt die erste, die auf diesem Level wirklich gespielt hat. Sie ist in ihrer Heimat Georgien, ist sie ja so wie ein Boris Becker hier zu seiner besten Zeit. Da ist sie eine der prominentesten Bürgerinnen des Landes für all ihre Verdienste und vielfach ausgezeichnet. Ich habe ja eben in der Wikipedia gesehen, es ist sogar ein Parfüm nach ihr benannt. Das ist dann mehr so ein Bonbon am Rande. Nicht wirklich eine große Auszeichnung. Naja, und Nona Gaprintaschwili ist tatsächlich die einzige Frau, die in der Serie vorkommt. Sie wird nämlich mal erwähnt. Also die einzige Frau, die es wirklich gegeben hat. Sie wird in dieser Serie erwähnt, in der letzten Episode. Da ist ein Kommentator und er sagt, das einzig Ungewöhnliche an ihr ist wirklich ihr Geschlecht. Und selbst das ist nicht einzigartig in Russland. Es gibt Nona, also an ihr, damit meint er Beth Harmon, by the way. Es gibt Nona Gaprintaschwili, aber die ist weibliche Weltmeisterin, hat noch nie gegen Männer gespielt.
What, sagt Anona Gabrita-Schwili. Sie war eben die Frau, die sich auch wirklich auf dem männlichen Spitzenlevel als erste behaupten konnte und da mitspielen konnte. Und hier sagen sie in der Serie, sie hat noch nie gegen Männer gespielt. Das ist ihr so ein bisschen quer runtergegangen. Und dann kommt noch was anderes. Sie macht sie zur Russin. Hier oben, wir haben das Zitat, das ist nicht einzigartig in Russland, es gibt Nona Gabrita-Schwili. Nona Gabrita-Schwili ist aber Georgierin. Und die Georgier standen nun unter sowjetischer Knechtschaft, wenn man so möchte. Und auch da fühlt sie sich ganz falsch behandelt. Naja, und nun hat Nona Gabrita-Schwili, die ist mittlerweile 80, die spielt aber immer noch gelegentlich, Netflix verklagt. Sie will 5 Millionen Dollar Schadenersatz für die Verleumdung. Netflix sagt schon, wir haben Respekt vor ihr und das ist aber Quatsch und wir werden uns dagegen verteidigen und jetzt mal gucken, wie das ausgeht. So gefühlt würde ich auch mal denken, dass sie da nicht große Aussichten hat. Andererseits ist es verständlich, dass sie sich da falsch behandelt und falsch dargestellt fühlt und ihre Verdienste ignoriert und vernachlässigt. Da bleiben wir natürlich am Ball und gucken, wie das weitergeht. Wer dazu ein bisschen Details lesen möchte, ich habe hier auch einen Link zu der Klage, der ist hier, der findet die ganze Geschichte in diesem Beitrag, den verlinke ich in den Kommentaren und ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf der Website vorbeischaut. Für den Moment soll es das erstmal gewesen sein mit der Nachricht, Ex-Weltmeisterin verklagt Netflix. Aber das ist bestimmt nur das erste Kapitel einer Geschichte, die noch mehrere schreiben wird. Und da bleiben wir natürlich am Ball. Für den Moment erstmal vielen Dank fürs Zuschauen.